Ja, moin moin Leute, Survival Willi wieder mit den Katzis oben hinter sich und den anderen Plüschtierchen. Ja, wo wir beim Thema Sommerjacken waren, habe ich mich nochmal weiter umgeschaut und muss euch sagen, ich habe da noch was entdeckt, natürlich auch wieder von Tuckwasen oder Tuckwasen, je nachdem wie man das ausspricht. Ja, eine weitere Sommerjacke in diesem, ja, Vintage-Bomberjacken-Stil, aber halt schön dünn. Ich habe jetzt noch meinen flauschigen, ja, diesen Hausanzug an, meinen Trainingsanzug an. Ne? Darunter, also könnte man Pulli drunter ziehen, also auch wieder eine Nummer größer bestellt, als ich bräuchte. Also wieder XXL statt XL. Und es ist halt dieses dünne Bomberjacken-Ding aus Polyester, also für Raucher, nee, seid vorsichtig. Aber gut, was ist heute nicht aus diesem ganzen Plastikschrott, Best-of-Material. Ja. Die habe ich mir halt mal nochmal bestellt, wenn man mal abends weggehen will oder so. Ja, so ein bisschen so neutrale Optik. Man kann ja nicht mehr in diesem Outdoor-Look rumlaufen. Und da sie halt so schön dünn ist und winddicht ist, durch diesen Polyesteranteil, finde ich das halt ganz cool. Sie wird auch damit beworben, dass sie halt so leichten Regen und so abkönnen soll. Ja, das Wasser soll halt abperlen, aber ich würde sagen, bei Starkregen stellt man sich eh unter, ja. Aber so für einen leichten Regen finde ich das ganz gut, dass man da unter trocken bleibt, wenn man da zum Beispiel im Sommer ein Hemd drunter trägt oder so, Jeans dazu, Hemd, ne, das Jäckchen drüber so. Ne. Wichtig war halt auch winddicht, wenn man damit mal unterwegs ist. Ne. Man hört schon raus, ist halt so eine mittellaute Jacke, würde ich sagen. Ja, hat an der Hüfte so ein Stretch. Zug wieder, ne? Damit sie halt so ein bisschen windig ist, schmiegt sich halt an den Körper an. Dann habt ihr halt eine Armtasche, die nicht sehr groß ist, also für ein Feuerzeug oder sowas, kleine Schachtel Zigaretten, sag ich immer, wird es reichen. Hier Kugelschreiberhalter am Oberarm, am anderen Arm ist heute gar nichts verbaut. Auch an den Handgelenken habt ihr diesen Stretchbund, der das halt ein bisschen zuhält alles. Und ihr habt halt diese Einschubtaschen, die nicht mit Knopf oder Reißverschluss versehen sind, wo ihr eure Händchen reinstecken könnt oder halt, ja, was weiß ich, was ihr da so reinstecken wollt. Ist halt ganz normale Bomberjackenoptik, finde ich halt, ja, schon ganz cool. Ist ja heutzutage auch modern, ne? Seitdem wir hier diese ganzen US-Action-Helden kennen, so dieses typische, ne, CIA-Auftragskiller, wenn so mit schwarzer Bomberjacke oder so rum. Mein Gott, Hollywood hat es wieder salonfähig gemacht. Ganz früher in meiner Kindheit weiß ich noch, Bomberjacke, nein, darfst du nicht tragen, das tragen ja nur die Bösen. Heute trägt jeder so ein Ding. Finde ich cool, weil ich finde die Jacken an sich schön, ja. Nicht das, was Leute reininterpretieren, wenn sie jemanden in so eine Jacke sehen, weil früher war das echt so, oh, der trägt eine Bomberjacke, ui, das muss ja einer von denen und denen sein, bla bla bla. Wenn ihr einen Menschen nicht kennt, beurteilt ihn auch nicht nach seinem Äußeren, weil, ja, wie gesagt, ne, es gibt ja auch Menschen, die tragen Anzüge und sind keine elenden Menschen. Ja, wo man früher dachte, oh, teurer Anzug, schicker Mensch, erfolgreich. Nee, es gibt auch welche, die werden fürs Nichtstun in Anzügen bezahlt und sind auch keine guten Menschen. So. Also, wie gesagt, ja, auch wenn man mit Military Look rumrennt oder mit Kampfstiefeln oder so, man muss nicht immer gleich böse sein. Weil, wie gesagt, wenn ihr so seid wie ich, outdoormäßig unterwegs und auch Arbeitssicherheit unterwegs, ich trage nur Hikes. Ja, egal wo ich bin, ich trage immer meine Hikestiefel. Ja, ich hab gar keine normalen Schuhe. Ich will mir immer jeden Monat, den ich mir vor, ne, legst dir mal irgendwie ein Hunni beiseite, dass du mir ein paar vernünftige Schuhe kaufst. Habe ich bis heute nicht gemacht. Seit 5 Jahren plane ich mir schon mal ein paar normale Schuhe zu kaufen, falls man mal hinten muss, eingeladen ist. Nein, ich trage immer meine Stiefel. Immer. Ich habe kein normales Paar Schuhe. Nur Stiefel, Stiefel, Stiefel. Ich bin also ein Stiefelmensch, Hikesmensch. Ja, verurteile mich dafür. Ja, aber gucken wir mal, Reißverschluss auch kein YKK, aber wertig verarbeiteter Hartnetz, da sieht nichts, wollte ich jetzt sagen. Ne? Auch wieder dieses typische auf der rechten Seite, ich finde es lustig, deshalb kaufe ich auch immer mehr jetzt von diesem Plattwasenzeug, weil auf der anderen Seite einfach mal so ein Running Gag. Da muss man halt Anfangszeit immer erstmal so ein bisschen gucken, aber auch das klappt. Innentaschenmäßig, gut, die ist nun wirklich sehr, sehr dünn, habt ihr aber auch wieder eine so eine Tasche, die man nicht abschließen kann, kein Knopf, kein Reißverschluss. Würde ich halt bei diesen dünnen Jacken, wie auch bei der anderen, die ich da habe, strapaziere das Ding nicht über. Wie gesagt, ein leichtes Portemonnaie könnt ihr da reinpacken oder was weiß ich, eine Packung Taschentücher oder so, was ihr dabei habt. Ne? Oder halt am besten gar nichts, weil wie gesagt, die Jacken sind sehr, sehr dünn. Innenfutter ist hier auch einfach nur dieses
Polyesterfutter. Wie gesagt, die ist wirklich dünn. Die wiegt 450 Gramm, glaube ich, die Jacke. Ist ein Leichtgewicht. Finde ich halt deshalb auch cool, weil gerade für den Sommer, ja, umso leichter, umso besser. Kannst du dann ganz cool, lässig so offen tragen. Oder halt abends, dann machst du sie zu, wenn es kühler wird. Im Sommer wird es ja nachher nicht mehr so kühl, dass man sagt, oh, ich friere, ich friere, ich friere. Nein, da reicht so eine dünne Jacke auch. Und wie gesagt, die ist so leicht wasserabweisend, leichter bis mittlerer Regen, sollte kein Problem sein. Bei allem Stärkeren, seien wir mal ehrlich, stellt man sich irgendwo unter. Ja, ich würde sagen, danke fürs Reinschauen, Leute. Es geht hier heute Rabotti, Rabotti. Ich mache noch ein paar andere Videos heute. Also heute drehen wir wieder richtig Stoff ab. Ich weiß gar nicht, wann ihr das zu sehen bekommt. Aber danke fürs Reinschauen. Bleibt vorbereitet, seid vorbereitet. Over and Mounts, die Katzis sind da oben in den Klamottenvideos. Danke für euer Dasein.